Ich sage Ihnen, die Pubertät eines Mannes ist ja auf der einen Seite die schönste Zeit in seinem Leben. Es ist so ein Erwachen. Auf der anderen Seite ist es die schlimmste. Es wachsen Körperteile, die man im Moment wirklich noch nicht so gebrauchen kann. Lippenstift und wachsende Oberweiten tragen auch nicht gerade zur Konzentration im Unterricht bei. Was soll ich Ihnen sagen? Es war das zweite Jahr, das ich wiederholen musste. Und schuld daran war sie, Frieda, die Göttin der großen Hofpause. Dieses Mädchen war von einer engelshaften Anmut, dass man es mit Worten überhaupt nicht beschreiben kann. Sie war so... Also wir hatten jetzt ein 35-jähriges Matura-Treffen. Naja, also... wir werden alle nicht jünger, aber... Aber damals war sie wirklich von einer engelshaften Anmut. Und ich habe sie festgehalten, Gott sei Dank, nur mit einem Lied. Frieda. Wenn man 15 wird und man langsam spürt, dass die Hosen enger wird und man sich einmal in der Woche schon rasiert. Wenn die Stimme bimmeln im Gesicht, dass man aus der Haut vollmächt, kommt man drauf, die Mädeln sind gar nicht so schlecht. Sie war die schönste Kotz vom ganzen Rochusplatz und alle Buben waren hinterher. Nur die waren größer und ohne Moped tust dir schwer. Ich war Luft für sie und es war hart für mich, dass ein jeder schon mit ihr im Kino war. Auf einmal kommt sie auf mich zu und fragt, was machst du denn am Samstag? Im Bürgerkino drüben, da spielst du den neuen Bronzenfilm. Ich brich nieder. Ich geh ins Kino mit der Frieda. Mit der Frieda, da war schon jeder. Die hat mit 14 an BH. Hurra, hat der VA. Ich steig wie der Delon aus der Straßenbahn und hab meine Glockenhosen an und kein Locker am Bazooka, das ist ein Kaugummi, um und um. Ich denk mir, bist du gescheit, sie trägt ein Minikleid, wie die sich hergerichtet hat für mich. Ganz in Violett, das kürzer nimmer geht. Es ist doch wirklich ganz egal, wovon die Filme handeln. Ich wart, bis es dunkel wird, dann werd ich's schmusen bis zu den Mandeln. Ich brech nieder. Ich geh ins Kino mit der Frieda. Mit der Frieda, da war schon jeder. Und heut da geh ich an. Da steht vor uns der starke Gustl, im Gesicht nicht eine Pustel, und muss lachen mit dem Würstel, müsst mich eifersüchtig machen. Nie wieder geh ich ins Kino mit der Frieda. Weil mit der Frieda, da geht ja jeder her.
Für sowas bin ich mir zu schad. Es tut mir leid. Es tut mir ja so leid.